Spiel SK Rapid Wien gegen den RZ Belitz WRC. Robin, dein Fazit zu den abgelaufenen 90 Minuten? Ja, sehr viele Parallelen zum Spiel letzte Woche. In der Offensive wieder qualitativ richtig gute Chancen herausgespielt und schon in der Anfangsphase wirklich diese Chancen liegen gelassen. Wenn du die machst, dann bringst du den Gegner natürlich in ganz andere Drucksituationen, die Heimmannschaft in eine Drucksituation und kannst dann natürlich Räume nützen. Gleichzeitig haben wir aber in der Defensive ja erneut einfach einfache Fehler gemacht und dem Gegner so seine Chancen zugelassen. Er hat sie genützt, das zweite Tor mit einem fulminanten Schuss ins Toreck. Und das wiederholt sich gerade momentan bei uns. Und das war auch heute, glaube ich, schon mit einer Hauptproblematik, dass wir den Druck auf den Gegner nicht aufgebaut bekommen, indem wir in Führung gehen. Gut, dann kommen wir gleich zu den Fragen. Bitte. Muss von einem Selbstfaller sprechen oder ist das ein bisschen übertrieben? Man muss immer die Leistung immer bei sich selber suchen, das ist überhaupt kein Thema. Es gibt eben Phasen wie im Grunddurchgang, da haben wir sehr wenige Chancen für unser Spiel gebraucht, um die Punkte einzufahren und jetzt spielen wir zum Teil viel mehr Chancen heraus, aber machen sie nicht. Und ja, letztlich muss man es schon immer darauf reduzieren, wenn du ein schlechtes Spiel machst und keine Torchancen hast, klar, dann gibt es auch viele Ansätze, aber jetzt ist es natürlich eher als der Kopf gefragt, weil diese Meistergruppe, ich habe es schon ein paar Mal gesagt heute, die ermöglicht eben 5 Wege auf dem Weg nach Europa. Und ich glaube, die Mannschaften, die nach Rückschlägen innerhalb von einer Woche den Kopf wieder klar kriegen und wieder mit einer hundertprozentigen klaren Energie in das nächste Spiel gehen, haben die Chancen, einer dieser Wege zu finden. Und den Weg wollen wir versuchen zu gehen. Gut, da hinten. Oder? Bleib mal hoch. Nur ein Detail. Rapid hat einen Hasenstall auf der Bank sitzen gehabt, hat 4 Spieler eingewechselt. Sie haben nur einen eingewechselt. Haben Sie nicht den richtigen gehabt, den Sie gebraucht hätten für ein Tor? Das ist tatsächlich so, ohne meinen Spielern jetzt weh zu tun. Aber wenn Sie auf meine Bank schauen, dann hatten wir heute tatsächlich verletzungsbedingt 6 defensive Spieler auf der Bank. Und da wir ja immer im Rückstand waren und immer hinterherlaufen mussten, gab es die einzigste offensive Möglichkeit, war die ich genutzt habe, den Adis Jasic als gelernter 8er, 10er nach vorne zu ziehen und Mike Novak reinzubringen. Restlich verbliebenen Spieler sind alles Defensivspieler. Und dann gab es ergebnisbedingt tatsächlich keine Option, heute offensiv einzuwechseln. Herr Dutz, Sie haben es angesprochen, es wird langsam auch ein bisschen eine Kopffrage. Wie bekommt man jetzt den Kopf frei? Denn ich sage mal, bis auf die defensiven Situationen und die Chancenverwertung gab es aus Ihrer Sicht wahrscheinlich nicht allzu viel Negatives. Ja, da hat ein Trainer hat da viele Optionen, vor allem wenn ich so lange dabei bin wie ich. Es ist wichtig, was ich sage. Die Spieler werden mich morgen früh anschauen, wie ordnet der Trainer das ein. Und dann ist es immer natürlich so eine Gratwanderung. Mach nicht den Eindruck, als wenn du es kleinredest, dann meint vielleicht jeder, nächste Woche geht es von alleine. Zieh aber nicht so stark die Zügel an, dass vielleicht eine Verunsicherung da ist. Deswegen ist so eine Ansprache eigentlich fast selten pauschal zu halten, weil ich natürlich am Ende 20, 25 Spieler vor mir habe. Das heißt, jeder tickt halt auf einer anderen Ebene und ich muss ja im Laufe der Woche versuchen, jeden auf der Ebene abzuholen, wo er abgeholt werden kann. Und da versuche ich halt dann das einzubringen, was ich bisher gelernt habe in meinem Trainerleben. Und, aber ich schätze meine Mannschaft so ein, wir haben auch ein paar erfahrene Spieler drin, die da mithelfen, dass wir auf jeden Fall nächste Woche im Derby gegen Klagenfurt zu Hause wieder mit der Energie reingehen. Also zumindest die Situation wieder schaffen, die heute da war, klare Torchancen rauszuspielen. Ja, und wir wissen das im Fußball, manchmal kannst du nicht erklären, wo von einer Woche auf die andere es in die Richtung kippt oder in die. Und nächste Woche wäre es ganz schön, wenn wir mal wieder ein Tor machen.
Gut, Anschlussfrage nochmal. Anschlussfrage noch von mir. Braucht Ihre Mannschaft vielleicht jetzt auch einmal ein dreckiges Tor? Nicht ein schön herausgespieltes Tor, sondern, wie man so schön sagt, eines, das irgendwie hineingeht. Ich nehme jedes, ist mir gerade egal. Wenn Sie mir drei dreckige Tore wünschen, dann nehme ich das gerne an. Das ist völlig in Ordnung. Das spielt tatsächlich keine Rolle, aber eigentlich ist es so dahergesagt, aber Sie haben nicht Unrecht. Manchmal kann ein Sieg, egal wie er erzielt wird, womöglich haben wir nächste Woche nur eine Chance und gewinnen das Ding 1-0, der Gegner war besser, aber manchmal kann sowas tatsächlich eine Situation auslösen. Aber wir dürfen nicht auf irgendetwas warten, das passieren könnte. Sondern wir müssen uns erstmal in die Situation wiederbringen, dass wir unsere Chancen wie heute erspielen. Gut, Ewald, da vorne. Wir haben jetzt zwei Baustellen in gewisser Weise. Wir sind so das Spiel heute war, Spieler ist so stark, dass wir den Gegner in die eigene Hände drücken und sind dann anfällig auswärts auf Konter. Das war ja heute auch wieder der Fall. Also wir haben schon Spiele erlebt, jetzt in der Reise, da waren wir spielerisch sehr gut, da waren wir nicht rein und sind dann hinten ungeordnet, weil wir eben auf Konter anfällig sind. Das ist von mir aus gesehen ein Problem, das wir jetzt haben. Auf der anderen Seite sind wir Spieler so stark und auf der anderen Seite also kriegen wir keine Tore. Das ist aber offen. Das Problem ist richtig erkannt. Jetzt woher kommt denn das Problem? Das Problem kommt natürlich hauptsächlich daher, dass wir im Rückstand sind. Weil im Rückstand musst du dann, umso länger dieses Spiel geht, immer mehr Risiko eingehen und kannst dann hinten nicht, wie gerne jeder steht, mit einem Mann Überzahl, um alles abzusichern. Dann bist du natürlich im restlichen Feld, bist du ein Mann Unterzahl. Und deswegen gehst du natürlich dann immer mehr Risiko und dann lässt du natürlich auch die Chancen zu. Ja? Und das ist, natürlich ist das ein Problem und deswegen würde mir helfen, du gehst selber in Führung, dann kannst du natürlich schön aus der Kompaktheit herauspressen und muss nicht jedem Angriff mitgehen, du hast gute Restverteidigung. Klar ist das ein Problem, aber das eine bedingt meistens das andere im Fußball. Gut, gibt es sonst noch Fragen? Dann sage ich danke und wünsche noch einen schönen Sonntag.